Willkommen in Yokohama. Heute reiße ich ein Highlight um das nächste. Und das Cosmos Clock 21 Riesenrad ist erst der Anfang. Doch lasst mich erstmal die Fahrt überstehen. Das hat sich mal wieder gelohnt. Für 900 Yen genießt man etwa 15 Minuten Fahrt und geht dabei bis zu 112 Meter hoch. Hier stehen so viele Dinge rum, wo ich keine Ahnung habe, was sie zu bedeuten haben, aber es begeistert mich irgendwie. Habt ihr schon mal eine coolere Straßenabsperrung gesehen als diese hier? Die stehen hier an jeder Ecke in Yokohama. Okay, an jeder Ecke ist vielleicht übertrieben, aber hier in der Gegend, wo ich gerade bin, ist alles voll damit. Hier kann man als Fußgänger einmal rundherum im Kreis gehen über die Kreuzung. Ist das nicht geil? Es ist erst meine erste Stunde hier in Yokohama, aber ich bin wirklich schon begeistert. Egal, wo man hinguckt, an jeder Ecke gibt es irgendwie was zu entdecken, irgendein Konzept, was man so noch nie gesehen hat oder einfach was Einzigartiges. Der Tagesausflug hat sich jetzt schon gelohnt und es ist gerade mal erst 1:15. Sieht man da direkt wieder am Riesenrad. Sehr praktisch. Ich komme auch andauernd von meiner Route ab. Ich bin schon wieder einen Umweg gelaufen. Ich laufe immer so Sachen hinterher, die ich interessant finde, die ich mir angucken möchte oder filmen möchte. Und schon bin ich wieder 100 Meter weiter vom Ziel entfernt. Das nächste Ziel, was ich mir jetzt vorgemerkt habe, ist sehr bekannt hier in Yokohama. Als ich die Reise geplant habe, hatte ich eigentlich gar keine Lust darauf und dachte, das würde nicht so ein Highlight werden. Aber jetzt stehe ich davor und ich gehe mal rein. Es gibt hier einfach ein ganzes Museum nur über Cup Noodles. Und ich denke, für 500 Yen kann man nicht viel falsch machen. Irgendwann später. Das mit dem Cup Noodles Museum war wohl nichts. Ich habe mir jetzt ein Ticket für später reserviert. In etwa 3 Stunden bin ich dann dran. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Auf geht's zum nächsten Ziel. Und ich befinde mich jetzt gerade auf diesem Circle Walk, wovon ich vorhin berichtet habe. Das nächste Ziel kann man jetzt auch schon sehen. Das ist das Red Brick Warehouse. Das Red Brick Warehouse, also auf Deutsch sowas wie rotes Ziegelstein-Warenhaus, befindet sich direkt am Hafen und wurde früher als Warenhaus genutzt. Die Zeit ist aber vorbei. Heute dient das Red Brick Warehouse vor allem als Kaufhaus. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich das beschreiben soll. Hier gibt es Hüte, Sonnenschirme, Schmuck, Haarnadeln, so alle möglichen Kleinigkeiten. Aber da gab es jetzt noch kein Geschäft, wo ich dachte, oh ja, da muss ich unbedingt reingehen. Oder Kuscheltiere. Figuren, nachhaltiges. Balcony, klingt gut. Das klingt doch interessant. Das ist auf jeden Fall mal ein anderer Disney Store. Seitdem ich auf Reisen bin, habe ich jetzt schon ein paar Kaufhäuser in verschiedenen Ländern besucht. Aber das war mit Abstand das Interessanteste. Nicht mal so von der Auswahl der Produkte, da habe ich jetzt für mich nichts Interessantes gefunden. Im zweiten Stock war ich auch noch unterwegs, da habe ich aber nicht mehr viel gefilmt. Da gab es meistens nur Kleidung und nichts, was ich jetzt so wirklich zeigen konnte. Außer den Disney Store, den habe ich gezeigt. Die Art und Weise, wie das Kaufhaus gestaltet ist und auch von außen aussieht, finde ich halt echt interessant. Und die Atmosphäre war wirklich einzigartig. Keine Sorge, ich bin weiterhin in Yokohama, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Ich befinde mich jetzt in Japans größtem Chinatown und ich persönlich war noch nie in einem Chinatown. Von daher interessiert mich das ganz besonders, so abseits der japanischen Kultur, wovon ich in den letzten Tagen sehr viel von entdeckt habe, geht das mal ein bisschen Zeit für andere Kulturen, wie zum Beispiel China. Das ist Taiwan, oder? Zum Großteil gibt es ja ansonsten Restaurants. Was jetzt vielleicht auch nicht wirklich verwunderlich ist, dass es hier viele Restaurants gibt. Aber ich denke mal, so mit den deutschen, chinesischen Restaurants hat das nicht viel zu tun. Zumindest habe ich jetzt hier nicht wirklich viel wiedererkannt. So, der Baustil an sich hat natürlich etwas Ähnlichkeit zum japanischen, aber trotzdem wirkt es auf mich wieder komplett anders. Ich weiß nicht, ob das ein Schrein ist, aber das sieht schon eindeutig anders aus als die japanischen, die man sonst hier so sieht. Wir gehen mal rein. Egal, wo man hinguckt, es gibt einfach so viele Details zu entdecken. Ich könnte echt ewig vor solchen Bauwerken stehen bleiben. Diese ganzen Farben und diese ganzen Symbole. Allein so eine Säule mit einem Drachen, wie lange muss man darin wohl gearbeitet haben, bis es dann letztlich so aussieht? Und vor allem, wie lange muss man dafür gelernt haben, bis man es so genial hinbekommt? So diese ganzen Schuppen und einfach alles drumherum.
die Zähne, die Zunge. Auf jeden Fall eine viel höhere Farbvielfalt als die japanischen Schreine. Wobei mir die japanischen Schreine optisch gesehen schon mehr zusagen als diese hier. Ist aber trotzdem genial. Sogar die Automaten sind hier von der Optik her chinesisch geprägt. Zurück in Japan. Genau das meine ich, als ich sagte, hier in Yokohama gibt es an jeder Ecke irgendwie was zu entdecken. Bevor wir uns gleich mit dem günstigen Nudelgericht befassen, wird es nochmal Zeit für eine richtige Nudelportion. Hier reihen sich etliche Ramen-Restaurants hintereinander. Aber der erste ist der erste mit Automat und ich denke mal, ich nehme die einfache Variante. Und das sollte sich als Fehler herausstellen. Ich weiß jetzt zwar ehrlich gesagt nicht, was da steht, aber wir nehmen einfach mal eins, denke ich. Für 1000 Yen kann man da nicht viel falsch machen. Oh, hier gibt's auch Englisch. Na toll. Bringt aber auch nicht viel. Eins und zwei sieht gleich aus. Aber wo ist der Unterschied? Ich denke mal, ich nehme einfach die eins. Aber das ist kalt. Gachi-Ramen-Serie für zu Hause. Sieht deutlich besser aus als die erste Portion, die ich in Akihabara hatte. Ich freue mich schon richtig. Es wird garantiert nicht die letzte Ramen sein, die ich hier in Japan hatte. Einfach. Und wie ihr seht, bin ich immer noch nicht richtig geübt, was Stäbchen angeht. Und ich werde mich garantiert wieder enorm vollsauen. Aber Hauptsache, ich werde satt. Einfach köstlich. Das hat sich wirklich wieder richtig gelohnt. Die Wartezeit habe ich gut überbrückt. Gleich ist es 16 Uhr und das Museum ist genau dort. Die ersten Instant-Nudeln überhaupt. Das eine Design kommt mir sehr bekannt vor. Aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Doch, die kenne ich. Ich bin mir sehr sicher, die kann man bei Famila kaufen. Zumindest in meiner Stadt. Und das ist der Erfinder der Instant-Nudelsuppen. It all started in a hungry country. Das gefällt mir wirklich. Ist eine coole Idee, oder? Falls man das nicht richtig erkennt, das ist ein Nudelcup, wo die Nudeln alle rauskommen. Und 1971, am 18. September, gab es den First Nudelcup. Das ist auch eine geile Idee. Du kannst dir deine Nudelsuppe einfach unterwegs heiß machen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hier ein Raumschiff zu suchen hat. Space Ramen. Ich hatte das gerade schon in der Broschüre gelesen. Es gab drei Stufen der Entwicklung. Das erste waren die normalen Instant-Nudeln in der Plastikverpackung. Die zweite Stufe war der Nudelcup. Und die dritte Stufe waren die Space Ramen. Das wurde 2005 erfunden, auch vom gleichen Erfinder. Und ja, ich denke, wir sind fast am Ende der Entwicklung angelangt. Ich bin auf dem Weg nach unten. Und wenn es das jetzt schon war, dann kann ich das echt nicht empfehlen. Auf eine Art ist es vielleicht interessant und mal eine andere Art von Museum. Aber 500 Yen, 3,50 Euro lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein war es ein Fehler, in dieses Cup-Nudel-Museum zu gehen. Es hat so ein bisschen mein Zeitplan durcheinander geworfen. Ich hatte eigentlich was anderes geplant. Der Weg dahin ist jetzt 1:10 zu Fuß. Eine Bahn gibt es leider in der Form nicht. Das wäre auch noch mal knapp eine Dreiviertelstunde per Bahn und zu Fuß. Von daher lohnt sich das, denke ich mal, heute nicht mehr. Die Sonne geht in 1,5 Stunden unter. Da hatte ich auch noch was Besonderes geplant, aber bei den ganzen Wolken am Himmel weiß ich auch nicht, ob es sich lohnt. Das heißt, mal wieder improvisieren. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal zum Bahnhof von Yokohama. Von hier aus ist es eine knappe 1/2 Stunde zu Fuß. Ich könnte die Bahn nehmen, aber ich erkunde die Straßen lieber zu Fuß. Wenn ich unterwegs nichts Spannendes sehe, dann sehen wir uns gleich am Bahnhof wieder. Yokohama Station habe ich erreicht. Ich werde so 20 Minuten hier die Zeit verbringen und dann geht es mit der Bahn zurück in die Richtung, aus der wir kommen. Wenn ich mich nicht täusche, steht hier irgendwo ein deutsches Gedicht an der Wand geschrieben.
Jetzt, wo ich das Gemälde da sehe, muss ich gerade dran denken. Vielleicht bin ich das ja in der Zeit. Aber auch heftig, wie groß diese Station hier schon wieder ist. Hier könnte man sich auch locker verlaufen. Würde mich nicht wundern, wenn es direkt dahinter dem, hinter der Absperrung ist. Ich denke, bevor ich hier die Zeit vergesse und den Sonnenuntergang verpasse, mache ich mich mal auf den Weg zu meinem Gleis. Was für eine tolle Idee, um diese Uhrzeit mit der Bahn zu fahren. Aber ich habe es überstanden. Ich denke, ich habe einen guten Zeitpunkt erwischt. Die ersten Lichter gehen schon an. Himmel ist etwas bewölkt, an manchen Stellen klar. Aber die Aussicht lasse ich mir nicht entgehen. Yokohama auf 273 Höhenmetern, das wird ein würdiger Tagesabschluss. Ich ging gerade schnell. Der Topspeed war bei 750 Metern pro Minute. So schnell bin ich noch nie gefahren in einem Aufzug, glaube ich. Da hinten kann man sogar Tokio sehen und ich sehe den Skytree. Aber ich denke, das kommt auf der Kamera nicht rüber. Und guckt euch mal um, wie leer das hier ist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr überlaufen. Ich war gerade im Aufzug mit vier anderen Personen, also insgesamt waren wir fünf. Aber hier oben war einfach niemand. Ah, das ist cool. Wenn man hier rauftritt, dann ändert sich der Boden. Ah, da ist Chinatown, wo wir vorhin waren. Gucken, was da kommt. Da ist ein Baseballstadion und so wie es aussieht, ist es komplett voll. Das Schöne ist, man hat hier, keine Ahnung, wie die heißen. Ah, man braucht 100 Yen. Fernglas heißt das, oder? Sind das nur die kleinen Teile? Und da ist das Red Brick Warehouse, wo wir vorhin drin waren. Und wenn einem langweilig ist, nimmt man sich einfach ein Buch in die Hand. Dort ist wieder Tokio, das heißt, die Sonne habe ich leider nicht entdeckt. Der Plan war es eigentlich, das Video oben zu beenden im Turm. Aber ich habe gerade was gesehen und das muss ich unbedingt noch mal mit eigenen Augen sehen und mit der Kamera festhalten. Von oben sah es wirklich unglaublich aus und das kann ich euch nicht entgehen lassen. Auch wenn ich jetzt seit 10 Stunden unterwegs bin, ich bekomme einfach nicht genug. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr schon komplett kaputt seid, aber ihr wollt einfach immer weiterlaufen und immer mehr sehen? So, das ist der Landmark Tower bei Nacht. Da oben waren wir gerade und haben diese beeindruckende Aussicht genossen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Es sieht einfach alles so schön aus mit diesen ganzen Lichtern. Und seht ihr das Riesenrad im Hintergrund? Da gehen wir gleich nochmal richtig nah ran. Ich habe nicht gedacht, dass es bei Nacht so strahlt. Ich finde, dieser Landmark Tower sieht bei Nacht einfach nur futuristisch aus. Zusammen mit den drei wellenartigen Gebäuden und dem Riesenrad daneben. Einfach unglaublich. Ich denke, ihr seht die Uhrzeit selbst. Es ist 10 vor 8. Ich brauche etwa eine Stunde, bis ich in meinem Airbnb bin. Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich bin echt kaputt.